Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Railway Empire 2. Wir wollten uns ja hier in dieser Folge zum Anfang zumindest mal hier um das kaputte Schienennetz kümmern. Wobei ich nicht genau weiß, warum das nicht erkannt wird, weil oder warum es nicht verwendet wird. Denn es wird ja als Schiene erkannt, als Strecke. Vielleicht gebe ich dem Zug jetzt doch nochmal die Gelegenheit, dass er die Strecke doch nutzt. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert, weil der Zug ja jetzt nach Dresden gefahren ist. Ich hatte jetzt angenommen, also sein Ziel war Prag, ich hatte jetzt angenommen, dass er dann in Dresden die Richtung wechselt und von da aus dann nach Prag fährt. Das macht aber auch nicht, er fährt jetzt wieder zurück. Das ist, okay. Da müssen wir mal gerade ein Auge drauf haben. Und während der Zug hier vor sich hin juckelt, kann ich mal gerade einen Blick in die Forschung werfen. Und warum kann ich das nicht entwickeln? Ach, weil ich das erst ab 1840 kann. Also in 6 Jahren. Ja, cool. Das ist eigentlich nicht so das, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Dann würde ich jetzt mal die Paketannahme entwickeln und mich später nochmal um die Forschung kümmern. So, jetzt fährt er nach Prag. Wo ist der Zug jetzt? Der ist jetzt auf dem Weg nach Prag. Nee, zur Fahrbahnstation. Achso, ja genau. Okay, ich war jetzt irritiert von der Kameraposition her. Gut, dann gucken wir mal, wie er jetzt fährt. Ja, Quartalsbericht kann warten. Gut, dann müsste theoretisch, zumindest wäre das jetzt so der Wunsch, 50.000 für eine Rodungsfläche. Ja, würde ich mal drauf bieten. Wie schön, du hast etwas ersteigert. Ja. Yep. Also, ich habe jetzt auch nur mitgeboten, weil die so günstig war. Und der Grundgedanke ist, dass ein bisschen Einkommen dadurch reinkommt. Ja, ich weiß, es hieß, sie ist nicht rentabel, aber wir schauen mal. So, und theoretisch sollte der Zug jetzt hier diese Strecke nehmen und dann auch auf den Versorgungsturm treffen, was sehr gut wäre, weil dem Zug geht das Wasser aus. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, jetzt nimmt er die Strecke. Okay, gut. Das heißt, die funktioniert. Genau, jetzt wird er aufgefüllt. Das ist sehr gut. Dann frage ich mich allerdings, warum er dann in der letzten Folge nicht schon diese Strecke genommen hat. Vielleicht ist der Zug losgefahren, hat die Strecke schon festgelegt, bevor ich die gebaut habe. Wäre das möglich? Ich weiß es nicht. Aber gut, dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Oh, der Postwagen. Den würde ich schon gerne haben. Aber 400.000 ist halt auch eine Hausnummer, die ich jetzt gerade nicht ausgeben möchte. Es gibt jetzt zwei Dinge, die ich heute hauptsächlich gerne machen möchte. Das eine ist, ich möchte tatsächlich hier den Haken von Berlin nach Hannover schlagen. Und ich möchte die Züge nochmal umdefinieren im Sinne von, ich habe in irgendeiner Folge zufällig gesehen, dass ich Züge oder Zügen sagen kann, was sie laden sollen. Also zum Beispiel Express. Und das möchte ich mal ausprobieren. Aber zunächst einmal möchte ich jetzt tatsächlich Berlin-Hannover verbinden. Und die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist, mache ich das über Magdeburg oder nicht? Ich glaube schon. Die Frage ist jetzt nur, wie platziere ich den Bahnhof? Da wäre es wahrscheinlich so nicht verkehrt. So. Dann hätte ich hier gerne ein Wartungsgebäude. Und dann selbstverständlich Schienen. Ich habe den falsch rum gebaut, kann das sein? Sehen wir gleich. Vor allem muss ich Magdeburg erstmal finden. Da.
Nein, ich habe einen richtig umgebaut. Okay. Gut, die Strecke wird natürlich ein bisschen teurer, weil die auch 130 Kilometer hat. Glücklicherweise ist die Brücke nicht allzu lang. Aber ich möchte mir die Strecke trotzdem mal kurz angucken. Ja, das passt. Die darfst du bauen. Dann auch gleich die Parallelstrecke. Bauen. Ja, ist richtig. Und dann klopft auch schon wieder fast Peter Zwegert an die Tür. Und dann baue ich aber auch direkt, bevor ich jetzt noch irgendwas anderes mache, dann verbinde ich direkt mal Hannover. Ja, so rum natürlich nicht. Und es ist mir jetzt auch nicht ganz so recht, dass du hier über so eine lange Strecke eine Brücke baust. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und ich muss mir vor allem hier mal kurz das Netz angucken. Gut, dass mein Handy mich gerade benachrichtigt. Das mache ich jetzt mal raus, bevor... Achso, das ist schon aus. Das war jetzt nur über Wi-Fi. Eine Benachrichtigung. Gut. Grübel. Also ich müsste... Ja, ich baue einen Versorgungsturm. Ich nutze jetzt nicht den mit. Magdeburg, und dann möchte ich den eigentlich in welche Richtung aufs Netz spannen? Das ist jetzt die Frage. Oh. Der Gelbe hat in Bremen 2 Betriebe. Das ist mir entgangen. Da muss ich mich mal bei Zeiten drum kümmern. Gut, ich möchte, am liebsten möchte ich den nach unten in das Netz einbinden. Das bedeutet, wir schlagen so den Haken. Ja. Achso, da meckert er jetzt wieder rum, weil ich da nicht bauen darf. Das kriegen wir aber hin. Ja, nee, du sollst schon andersrum. So, genau. Das kostet uns 150.000. Weil die Brücke natürlich auch 50.000 kostet. Die hat eine Steigerung von 4%. Ich glaube, damit kann ich leben. Finde ich die Strecke so okay? 130 Kilometer? Ja, kann man machen. Das ist jetzt auch die äußere, ne? Ja, das ist die äußere. Das heißt, die geht auch dann in die äußere. Das ist okay. Das bauen wir. Und jetzt überlege ich gerade, baue ich direkt auch die Parallelstrecke? Baue ich die überhaupt? Ich glaube ja. Ich bin etwas irritiert, dass er mir die jetzt nicht automatisch angeboten hat. Aber daran soll es ja jetzt nicht scheitern. So. Genau. Okay, ich sehe gerade, ich habe gar nicht das Geld, um diese Strecke so zu bauen. Aber ich kann sie ja zumindest schon mal planen. So, das geht dann allerdings darüber. Richtig? Richtig. Ja, das passt. So. Dann muss ich mal wieder auf Kohle warten. Das gibt uns die Gelegenheit, nochmal schnell in die Forschung reinzuschauen. Und mir zu überlegen, was ich denn hier haben möchte. Was haben wir da? Den Postwagen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Wagen. Und ich glaube, das wäre ein guter Augenblick, mal eben die Fundamente mitzunehmen, da ich sowieso gerade eine Brücke plane. Und dann, ja komm, ich entwickle noch den Postwagen. Was soll's. Ich will ihn zwar gerade nicht verwenden, aber ich kann ja zumindest schon mal einplanen. Und was ich planen muss, achso, kann ich gerade nicht, weil... da noch was in Planung ist. Das heißt, ich könnte schon... Machen wir mal Gleisplanung 2. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Es geht mir nämlich um die Richtung. Das heißt, wir haben hier eine Fahrtrichtung nach da. Hier eine Fahrtrichtung nach da. So. Und das behalte ich hier auch bei. Das müsste die sein. Genau. Ein Weichenkopf brauche ich noch für Berlin.
Und für Magdeburg? Ach, der will hier nicht. Weil das zu nah an der Brücke ist? Nee. Da geht's. Okay, gut. Hier baue ich noch keinen Weichenkopf, weil hier fehlt mir das zweite Gleis. Wie sieht's finanziell aus? Ja, es wird. Es fehlt noch ein bisschen was. Das gibt mir übrigens auch mal eben schnell die Gelegenheit, nochmal in meine Aktien zu schauen. Bei den Rohstoffen. Okay. Ich hätte die vielleicht verkaufen sollen, als ich nur noch den Verlust von 5000 hatte. Der Gedanke kam mir leider erst nach der Aufnahme. Weil der Kurs da doch relativ hoch war. So, jetzt kann ich die Strecke auch bauen. Das ist gut. Dann bekomme ich hier einen Weichenkopf. Und hier bekomme ich auch einen Weichenkopf. Oder auch nicht. Der ist zu weit weg vom Bahnhof, ne? Gut, ist nicht schlimm, denn es gibt hier vorne einen. Dann passt das. Dann brauche ich aber noch schnell einen Versorgungsturm. Und da überlege ich jetzt gerade... Achso, genau. Da hat mir der liebe Tatanor doch mal als Tipp mitgegeben, ich soll doch mal versuchen, den vielleicht so nah wie möglich am Bahnhof zu bauen. Aber so nah, wie ich den gerne hätte, geht das leider nicht. Der Hintergedanke dahinter ist, dass die Züge im Bahnhof ja sowieso schon stehen und ich die so nicht auf halber Strecke nochmal komplett runterbremsen und komplett beschleunigen muss. Dann mache ich den hier. Oder mache ich den hier? Ja, es ist der frühestmögliche Punkt, ne? Ja. Einmal. Ist hier einer? Nee, ne? Doch, da. Da ist einer. Okay. Dann hätte ich aber gerne noch hinter Magdeburg einen. So. Genau, Berlin hat jetzt einen, Magdeburg hat jetzt einen. Das passt. Hannover hat einen eigenen, aber der ist hier vorne. Okay, gut. Dann. Der will immer noch an mein Netz. Aber ich will den nicht haben. Oder will ich den haben? Ach nee, Berlin wird ja sowieso von der Dallmayr-Rast von mir versorgt, ne? Sehe ich richtig. Ja, sehe ich richtig. Okay. Dann brauche ich den auch nicht ans Netz anbinden. Dann brauche ich jetzt nur noch Züge. So, zack. Ich würde jetzt auch ganz gerne mal die Züge sehen. Da steht einer. Was genau ist dein Job? Du fährst von Berlin nach Prag. Das heißt, es gibt eine Strecke Berlin-Dresden-Prag. Gut. Dann kann ich den auch mal gerade schnell umbasteln. Nämlich Beladung Express. Und dann würde ich dem auch einen Postwagen mitgeben. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann hätte ich jetzt gerne eine Strecke von Berlin nach Magdeburg nach Hannover. Und zwar auch Express mit einem Postwagen und natürlich der Firefly. Ja, ich weiß. Da ist der Postwagen. Gut, das ist jetzt nicht so viel Post, aber das sollte was bringen. Und dann brauche ich hier aber tatsächlich auch noch eine zweite Linie. Berlin, Magdeburg, Hannover, die dann Fracht transportiert. Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, welche Lok ich nehmen soll. Ich glaube, da macht Express keinen Sinn. Dann würde ich da die Rocket oder die Adler nehmen. Ich glaube, dann nehme ich dann eine Rocket. Ja, ich weiß. So, was belädt die jetzt? Die belädt nur Bier. Okay. Das Ganze muss ich auch nochmal von Berlin über Dresden nach Prag machen. Denn da fährt ja jetzt nur der Expresszug.
Das machen wir auch wieder mit einer Rocket. Ja, der Quartalsbericht ist mir gerade mal egal. Okay, die lädt jetzt nichts. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich möchte gerade auch nochmal die... Oh ja, da habe ich gepennt. Beziehungsweise nicht gepennt, ich habe es einfach übersehen. So. Darauf wollte mich eben auch das System hinweisen. Du wartest jetzt auf einen Zug, der ganz woanders ist. Das ist supi. Ich muss sowieso hier hinten auch nochmal das Netz mit Fahrtrichtungen vergeben. Da scheue ich mich aber gerade ein bisschen vor. Obwohl ich das eigentlich nicht müsste. Ich mache das mal eben, zumindest hier für das kleine Teilstück. Dann würde das bedeuten, weil ich muss ja jetzt hier auch ein bisschen auf die Fahrtrichtung achten. Das müsste dann so rum. Richtig. Und das müsste dann so rum. Ja, ich möchte es aber schon gerne auf der ganzen Strecke haben. Wenn es keine Umstände macht. Was aber ein bisschen doof ist, weil... Kommt der Zug hier dann noch drüber? Da müsste ich mal gerade tatsächlich schauen. Ja, der ist nämlich jetzt keine ganze Strecke mehr. Weil der hier drauf fahren soll. Und dann nicht zurückkommt. Deswegen... Gut, dann machen wir das mal gerade nicht. Da soll er mal noch automatisch machen. Und dann müsste das hier auch wieder eine vollständige Strecke sein, richtig? Ich hoffe es mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Also er kommt hier rüber. Und hier auch. Wo ist denn der Zug, der diese Strecke fährt? Gib mir den mal. Bäckerrast Bremen. Der fährt gerade nach Gütersloh. Von Bremen. Warum hat der Kleidung dabei? Ach so, weil das neu dazu kam und ich ihm nicht gesagt habe, er darf die nicht mitnehmen, richtig? Super. Hier möchte ich auch mal die Automatik aufheben, beziehungsweise die Fahrtrichtung aufheben. Achso, die hat keine, weil mir wurde da gerade eine angezeigt. Das ist ein bisschen... Okay. Das ist ein bisschen odd. So, der fährt jetzt... Ja, nach Bremen. Wie fährt denn der nach Bremen? Der kam doch gerade aus Bremen. Nee, jetzt fährt er nach Gütersloh. Ganz seltsam. Dann will ich mal wissen, was er da dann macht. Geld bekommen. Das ist super. Und jetzt wird er gewartet. Okay, das ist eigentlich auch eine gute Sache. Aber nicht das, was ich jetzt wollte. Dann brauche ich aber tatsächlich noch eine Verteilerlinie. Machen wir mal Bremen, Hannover. Achso, nee, das geht nicht. Jo, die möchte ich löschen. Kümmere ich mich gleich drum. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was dieser Zug macht. So, der fährt zur Bäckerrast. Da müsste er beladen werden. Genau. Dann fährt er nach Hannover. Hannover ist wo? Hannover ist da. Dann sollte er diese Strecke ja nehmen. Ja, jetzt wird er aufgefüllt. Prinzipiell eine gute Sache. Aber gerade nicht das, was er... Was ich brauche. Gut, er nimmt die Strecke. Das ist sehr gut. Dann möchte ich jetzt auch wissen, wie er zurückfährt. Denn der Zug verfährt sich ja gerne schon mal, ne? Der fährt ja dann gerne schon mal die ganz lange Strecke, weil die Landschaft nicht schöner ist oder so. Da wird er entladen.
Nein. Ja, das ist nämlich genau das, was er nicht soll. Okay, warum fährt er da nicht lang? Kann das sein, dass... Okay, das sehe ich ein. Die Strecke kann er nicht nehmen, weil er da keinen Zugang zu hat. Dann... Nein. Würde ich ihm mal schnell einen Zugang bauen. So. Okay, dann hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Und dann wollte ich hier jetzt noch einen Güterzug bauen. Der fährt dann... Sekunde, jetzt muss ich überlegen. Nicht, dass ich hier wieder irgendeinen Käse baue. Wie kommt der denn von Hannover nach Gütersloh? Gar nicht. Also ja doch, das ginge schon über Kassel. Ich muss zugeben, du hast mehr Geschäftssinn, als ich anfangs vermutete. Er könnte natürlich auch tatsächlich dann die Strecke nehmen, die eigentlich der Verteiler hier nimmt. Finde ich aber nicht ganz geschickt, weil das nur eine eingleisige Strecke ist und die auch eigentlich nur für diesen Verteiler gedacht ist. Dann mache ich es anders. Dann mache ich Gütersloh, Bremen, Hannover. Ja, genau die Strecke soll sie nämlich nicht nehmen. Und Kassel. Dann soll er die so fahren. Und zwar mit Fracht. Und im Kühlwagen gibt's hier Fleisch. Ja, Kassel hätte Fleisch. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das war, achso, vielleicht nehme ich auch noch eine Lokomotive. Ich glaube, das macht Sinn. Sonst müssen die Zugbegleiter die Züge selber ziehen. Das ist auch nicht gut. Jo, das können wir machen. Rocket wartet auf Einsetzung, weil... Lehmgrube nahe Genf. Nee, danke. Warum wartet er jetzt auf Einsetzung? Wahrscheinlich ist das Gleis belegt. Kann das sein? Ja, sieht so aus. Was haben wir da? Zeug. Jetzt wird er beladen. Okay. Dann lag es nicht am Gleis. Mit dem Bier fährt er jetzt nach Bremen. Ich will mir das einmal kurz angucken. Zumindest jetzt noch auf der Richtung nach Bremen. Um dann zu sehen, was er dann belädt. Ich vermute mal, theoretisch sollte er dann eigentlich... Wieso wird mir nicht das angezeigt, was da produziert wird? Sekunde, nicht, dass er jetzt hier wieder Mist baut. Nee, macht er nicht. In Bremen wird dann Bekleidung und Stoff eingeladen. Zumindest sollte das so sein. Vielleicht hätte ich doch einen etwas schnelleren Zug nehmen sollen. Nein, das ist jetzt nur meine Ungeduld. Einfach weil, das macht keinen Sinn, da einen schnelleren Zug zu nehmen, weil das ist Güter, bekomme ich immer nur den Fixpreis und die müssen nicht schnell transportiert werden. Danke übrigens nochmal an die Community auch für den Hinweis. Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber wie das bei mir manchmal so ist, ignoriere ich einfach. Was hast du jetzt für Probleme? Du wartest. Auf wen wartest du? Auf den da ganz, ganz hinten. Das irritiert mich jetzt, denn es gibt ja hier eine Fahrtrichtung. Oder nicht? Nein, ich habe hier keine Fahrtrichtung. Weil ich mich das hier noch nicht traue. Das heißt, der steht da jetzt rum. Und wartet... Okay, jetzt fährt er. Gut, also da muss ich dann mit ein bisschen Wartezeiten rechnen. Das ist jetzt kein Drama. Also das ginge schon. Weimar möchte unbedingt angebunden werden. Kesseldruck GmbH, Liebling der Börse. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist eine freche Lüge.
Ja, fairerweise muss man sagen, der macht echt viel Kohle. Mit 34 Zügen. Okay, ich habe auch nur 27 Zuglinien. Also der hat 34 Zuglinien mit 66 Zügen. Ich habe 27 Züge auf 27 Zuglinien. Und der hat gar kein so großes Netz. Also, der ist mittlerweile schon ziemlich gewachsen. Der hat ja hier in Eindhoven angefangen. Ja, der hat halt hier auch überall Betriebe, ne? Das ist, weil ich am Anfang so ein paar Sachen einfach verpeilt habe und die nicht funktioniert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den noch einholen kann. Was ich echt doof fände. Ja, der hat mehr als das Doppelte an Wert von mir. Okay, okay. Machen jetzt erst nochmal Forschung und Entwicklung. Was haben wir hier? Reduziert die Baukosten aller Gebäude? Weiß ich nicht. Reduziert die Kosten, die im Personalbüro für die Fortbildung entstehen? Mäh. Unterwelt will ich nichts mit zu tun haben. Zumindest im Moment noch nicht. Speisewagen ist aber halt auch wieder so eine Kiste, die du an deinen Zug dranhängst. Würde sich aber vielleicht unter Umständen für die Expresszüge lohnen. Was haben wir hier? Ja, dann machen wir erstmal Kostenreduzierung. Das finde ich gerade erstmal besser. Der möchte angeschlossen werden. Und wo möchtest du deine Waren hingeliefert wissen? Nach Magdeburg. Ja, ich glaube, das bekommen wir hin, oder? Dann wäre die Frage, ob ich... Achso, nee, ich hatte gerade die großartige Idee. Ich könnte ja dann in Magdeburg eine Stoffproduktion aufbauen. Aber die gibt es in Magdeburg schon, deswegen hat sich das erledigt. Gut, dann würde ich jetzt mal... ich kann ja mal schauen, ob ich nicht irgendwo noch was bauen kann. Also in irgendeine Produktion aufziehen. Nee, als erstes mache ich jetzt tatsächlich erstmal hier diese Anbindung. Denn ich bin jung und brauche das Geld von der Prämie. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Alles Gute.